Sie sind die Besten. Und wir tippen drauf. Oddspedia. The Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. Champions League, 6. Spieltag mit Chris Custodian und Neapel gegen Genk. Und Radek Vegas. Erste Gruppe, Neapel, Genk, Salzburg, Liverpool. 3 Teams können dann noch in die nächste Runde kommen. Neapel hat auf jeden Fall die besten Karten aus meiner Sicht, denn sie spielen gegen den Gruppenletzten, der bisher auch noch gar nicht zu einem Dreier gekommen ist. Und unentschieden sollte denen eigentlich auch reichen, um in die nächste Runde zu ziehen. Also klarer Favorit, die werden sich nicht nehmen lassen. Ich würde fast sagen, man kann sowas mit Asian Handicap tippen. Das Hinspiel ging deutlich für Neapel aus. Was schaust du so skeptisch? Naja, ich meine, was willst jetzt da die Genker unterschätzen mal wieder? Die tun mir ja fast schon leid. Die wollen vielleicht auch mal ein paar Tore schießen. Aber Asian Handicap hier auf einen mega kranken Favoriten, den gibt immer noch keine gute Quote. Deswegen ist es hier eine klassische Underdog-Bet, wenn man denn denkt, Genk kann hier in Italien etwas reißen. Tue ich jetzt aber auch nicht. Deswegen hier eine klassische No-Bet. Aber ja, natürlich viel spannender das andere Spiel. Salzburg empfängt Liverpool zum Showdown. Und was haben die Salzburger in dieser Saison schon für tolle Auftritte gehabt in ihrem Champions League Comeback oder überhaupt ihrem Debüt? Ich weiß gar nicht. Sie waren es davor überhaupt schon mal in der Champions League? Jedenfalls lange nicht. Frage, vielleicht nicht als Red Bull, vielleicht noch als Casino das oder was auch immer. Wahrscheinlich, ja. Jedenfalls gegen Liverpool sind sie Außenseiter, aber gar nicht mal so krass, wie man jetzt vielleicht vor der Saison noch gedacht hätte. Denn immerhin ist Liverpool der Titelverteidiger, aber liegt natürlich auch dran, dass die Mannschaft von Jürgen Klopp hier auch sich nicht allzu sehr mit Ruhm bekleckert hat in der Gruppe, weil sie gegen Neapel zum Beispiel das Hinspiel verloren haben und auch das Rückspiel nur unentschieden gespielt haben. Und gegen Salzburg, wir sehen es hier, 4-3 das Hinspiel nur gewonnen haben. Also ein Torfestival. Davon können wir auch diesmal ausgehen? Fragezeichen? Glaube ich fast nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Jürgen Klopp die größte Stärke von Salzburg irgendwie aufbauen lässt, und das würde ja in dem Sinne auch ein Schlagabtausch wird. Also ich würde hier starke Defensive von Liverpool erwarten, dass die dann eher auf Konter gehen, denn Salzburg muss gewinnen, Liverpool reicht ein Unentschieden. Ich glaube zwar nicht, dass sie insgesamt von der Spieltaktik auf Unentschieden gehen werden, aber ein Over-Under ist schon grenzdebil, würde man fast sagen. ist mir zu gefährlich und generell hoffe, ja, mein Wunsch wäre eigentlich, dass Salzburg und Liverpool weiterkommen. Da muss man aber wirklich viel Drogen nehmen, um so einen Trip zu haben. Ich glaube, dass Liverpool das schon letztendlich souverän gewinnen wird, denn man darf nicht vergessen, Salzburg, für die ist das Neuland, die haben die riesige Chance. Und gerade bei sowas spricht doch viel dafür, dass diese erfahrene Liverpool-Mannschaft, die in der Premier League so unglaublich Gas gibt, auch dieses Ding hier souverän nach Hause bringt, denn sie haben schon unglaublich viele dieser Drucksituationsspiele erlebt. Sehr nachvollziehbare Erklärung, da bin ich dabei. Also unser erster Tipp hier, 1,9er Quote auf den Titelverteidiger bei einem österreichischen Verein. Entschuldigung, bitte. Also, wer hat denn da die Quoten gemacht? Aber gut, klar, Salzburg. Ja. Nicht, dass sie uns Lügen strafen. Aber gut. Ajax gegen Valencia, das sind so zwei Teams, auf die ich beim letzten Spieltag gesetzt habe, erfolgreich gesetzt habe. Übrigens hatte ich, glaube ich, eine Fünfer-Kombi gewonnen. Nicht groß der Rede wert, war natürlich auch mega Glück mit immerhin 5 Euro Einsatz oder so. Deswegen, ja, wollte ich es nur nochmal so gesagt haben. Aber unsere Tipps waren ja auch am letzten Champions-League-Spieltag erste Sahne. Jetzt hier, Ajax, ein bisschen zu klarer Favorit, meiner Meinung nach. Und in dem Fall
würde ich auch fast eher darauf setzen, dass Valencia zumindest hier ein Unentschieden holt. Aber für die droht natürlich beim Sieg von Chelsea einfach noch die Euroleague und da will ja keiner hin. Nee, also das ist ein sehr, sehr schwieriges Spiel für beide Mannschaften. Also gut, Ajax müsste man jetzt mal... Da müsste man die Quervergleiche anschauen. Sie haben das Hinspiel haushoch gewonnen in Valencia. Das heißt, den direkten Vergleich hätten sie gewonnen. Jetzt lass mich mal rechnen. Wenn sie verlieren, dann sind sie... ja, okay, unentschieden oder Sieg sind sie logischerweise weiter. Also unentschieden würde ihm nicht wehtun. Ich denke aber auch, wir sollten uns jetzt hier einmal die Quote anschauen von Valencia plus 0,5. Asian Handicap bedeutet Sieg Valencia oder unentschieden. Würden wir die Wette gewinnen, ist eine 2,4 und Ajax spielt schon richtig geilen Fußball, aber die Quote ist doch gut genug, oder? Die ist mega, also diese Quote 2,4 auf Valencia Asian Handicap plus 0,5 auf 2,4 ist mega, weil auch, wie gesagt, Valencia darf hier nicht verlieren, die müssen gewinnen, aber Ajax ist halt auch stark genug, dass sie das Spiel nicht verlieren. Trotzdem, ja, was soll Valencia hier machen, außer hier Vollgas Fußball zu geben? Deswegen wäre auch hier eine Übertorwette interessant, schauen wir gleich noch drauf. Man könnte auch hier hergehen und sagen, Valencia verliert nicht höher als mit einem Torunterschied. Vielleicht Ajax letzte Spielminute, Nachspielzeit, Videobeweis, Elfmeter, 4:3 oder so. Deswegen mit einer 1,88 hier auf dem Plus 1 auf Valencia wäre ich auch noch happy. Aber wenn du jetzt sagst, wir nehmen die Double Chance quasi auf Asian Handicap plus 0,5, dann machen wir das. Ich würde die Double Chance nehmen, weil wenn Valencia verliert dann mit einem Tor, dann kriegen wir eigentlich nur unseren Einsatz zurück. Und 2,4 ist doch vom Gefühl her eher sogar ein Unentschieden-Wette. Dafür decken wir zwei Spielereignisse ab. Man darf jetzt bei allem, was wir jetzt gerade gesagt haben, nicht vergessen, Ajax ist Favorit. Ajax hat unglaublich starke Champions-League-Spiele auch in dieser Saison abgeliefert. Wir finden aber, dass die Quote gut genug ist, um hier auf Valencia zu gehen. Wir reden jetzt nicht künstlich stark oder Ajax schlecht. Einfach nur so zur Info, Quote gut genug. Tschüss. Doch. Ich würde schon Valencia hier künstlich stark reden. Also muss man auch mal machen hier. Dortmund gegen Prag. Jetzt kommen wir zu den Borussen, die ja jetzt wieder erstarkt sind. 5 Dinger gegen Friedhelm Funkels Fortuna musste erst mal schaffen. Das meine ich jetzt ganz ohne ironischen Unterton, auch wenn ich es erst so gemeint habe, ziehe ich den wieder zurück. Ja, jetzt gegen Slavia Prag, die aber auch sich echt stark verkauft haben in dieser Champions League-Saison bisher. Diese ganze Sache, was Dortmund in den letzten Wochen abliefert, das macht doch eigentlich keinen Sinn. Erst hast du das Gefühl, die spielen komplett gegen den Trainer, dann würden sie in Favre loswerden, wenn sie gegen Hertha verlieren, gewinnen dann gegen Hertha, hauen dann Düsseldorf weg und jetzt würde einfach zu der Saison passen, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen. Sie sind davon abhängig, was Barcelona macht. Deshalb ist das bestimmt für die Spieler auch nicht so das Leichteste, was in diesem Spiel passiert. Sollte zur Halbzeit zum Beispiel Inter deutlich führen, dementsprechend, es spricht viel für den Dortmunder Sieg. Ich kann mir aber vorstellen, zu verkacken. Also ich kann es mir wirklich vorstellen. Ja, sorry. Kann man sich wirklich sehr gut vorstellen. Da muss man auch gar kein großer Imaginator sein oder Illusionist. Dortmund hat schon so viele gute Situationen verkackt innerhalb der letzten paar Monate. Warum nicht auch dieses Mal? Also klar, einfach direkter Sieg auf Prag bei einer 12er-Quote für alle Tschechien-Fans und tschechischen Freunde da draußen. Dobrý den. Aber na gut, die haben gegen Barcelona gut ausgesehen, die Prager, aber jetzt spielen sie in Dortmund und der BVB hat sich jetzt wieder warm geschossen. Aber was willst du da auch machen in dem Spiel? Also auf Dortmund setzen gibt es keine Quote, kein Value und auf Prag zu setzen ist halt gefährlich. Ja, Prag hat eine sehr, sehr starke Defensive. Das haben sie, glaube ich, in fast jedem dieser Champions League-Spiele gezeigt. Deshalb braucht man hier auch nicht auf Asian Handicap Dortmund irgendeine gute Quote finden. Aber Prag gibt halt auch nichts, wenn du jetzt sagst. Ja,
Zwei Tore Unterschied kann passieren. Lass uns doch hoffen, dass Dortmund dieses Spiel gewinnt und im anderen Spiel Barcelona die Schützenhilfe gibt, zum Beispiel mit dem Unentschieden. Die sind von den Quoten krasse Außenseiter und Inter Mailand hat eine lächerlich niedrige Quote dafür, dass sie jetzt auch nicht mehr so die Übermannschaft sind, trotz Übernahme. Oder wie siehst du das? Naja, die sind ja wieder auf dem Weg zurück zum starken Inter, war ein Artikel letzte Woche oder vor ein paar Tagen. Aber klar, so richtig stark sind sie natürlich nicht, wie man in der Tabelle sehen kann. Von daher wird Barcelona zwar, obwohl sie schon weiter sind, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die einfach nach Mailand fahren und da jetzt so auf die Mütze kriegen als zweitklassige Mannschaft, wie sie hier jetzt quotentechnisch dargestellt werden. Deswegen, egal wer bei Barcelona aufläuft, ob Messi irgendwie nicht spielt, ob dafür die ganze B-Jugend spielt, die werden immer noch eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld schicken, damit sie den großen FC Barcelona international halbwegs gut vertreten, weil alles andere wäre irgendwo Schiebung, oder? Und das wäre auch gegen Dortmund oder Dortmund gegenüber natürlich nicht fair. Und deswegen nehme ich hier die Plus 1 auf Barcelona mit Handkuss mit. Bei einer Quote von 2,0 wird sowas wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre nicht mehr geben. Wer jetzt mehr Eier hat als wir beide zusammen, also jemand mit 5 Eiern in einem Sack, der kann natürlich direkt auf Barcelona tippen, aber ich sage hier, die Line bei Asian Handicap plus 1 auf Barcelona gefällt mir auch schon gut genug. Hast genügend gesagt, also ich glaube auch hier, die zweite Garde von Barcelona, wer auch immer da spielt, sollte genügend Ehre haben, um zu zeigen, dass sie vielleicht in die Stammelf gehören und vielleicht ist das genau der entscheidende Faktor mit ein bisschen Drucksituationen für Inter, die müssen gewinnen, unentschieden könnte oder wird hoffentlich nicht reichen aus Dortmunder Sicht. Also das ist eine Wette, die mir sehr, sehr gut gefällt und damit sind wir auch bei dieser Gruppe durch und schauen mal, wer uns dann noch an diesem Champions League Dienstag begeistert und das ist das ist die Gruppe, die am wenigsten Champions League Atmosphäre eigentlich liefert. Benfica Lissabon, Zenit St. Petersburg, Leipzig und Lyon. Genau, und dieses Spiel ist ja auch, wie du sagst, eigentlich hört sich das so nach Europa Liga an und ich denke auch, einer von beiden mindestens wird dort bald aufschlagen. Es ist halt trotzdem noch sehr eng um diesen zweiten Platz. Die Leipziger haben einen guten Job gemacht und Nagelsmann ist der jüngste Trainer, der sich je fürs Champions League Achtelfinale mit einer Mannschaft qualifizieren konnte. Respekt dafür. In dieser mittelmäßigen Gruppe, wo alle Mannschaften mehr oder weniger so ein bisschen auf Augenhöhe waren, war Leipzig. Radek, ich glaube, du solltest auf mich einmal umswitchen und dein Mikrofon wieder anknipsen. Ich höre dich zumindest nicht. Ich hoffe, du hörst mich. Ich höre dich. Jetzt höre ich dich auch wieder. Perfekt. Ist es denn schon sicher, dass Leipzig weiter ist? Weil von der Tabellenkonstellation, ich kenne jetzt die direkten Vergleiche nicht, sieht es ja nicht so aus. Aber mein Tipp zu dem Spiel ist Hände weg zu Benfica St. Petersburg und auch zu Leipzig gegen Lyon. Ist mir alles zu undurchsichtig. Mhm. Erstmal ja, danke der Nachfrage. Letztes Mal habe ich mich mit Pep Guardiola ja ein bisschen verheddert, aber der Fakt, dass Nagelsmann der jüngste Trainer ist, der je sich für ein Achtelfinale der Champions League qualifizieren konnte, den habe ich mir ja nicht ausgedacht. Den habe ich so irgendwo gehört, gelesen oder was auch immer, aber bin ich mir relativ sicher. Und ja, Leipzig ist weiter und wer hier noch was zu melden hat, schwierig. Ich würde hier tendenziell auf die Heimmannschaft gehen, weil ich von Zenit wirklich gar nichts halte. Die habe ich ein paar Mal gesehen und es war immer eher Anti-Fußball, was die gespielt haben. Aber Benfica war in dieser Saison jetzt auch nicht so glorreich. Von daher, ja, wäre mir mein Geld hier zu schade, um dafür nur das 1,25-fache zu gewinnen bei der Quote, wenn man denn auf die setzt.
Bei Leipzig-Lyon hast du dich jetzt schon feigerweise enthalten. Obwohl Leipzig hier als Gruppensieger eine Bombenquote hat, die man vielleicht auf jeden Fall mit Asian Handicap 0 mitnehmen könnte. Lyon, eigentlich eine gute Mannschaft, aber die machen einfach zu wenig Tore. Und Leipzig, das ist genau das, was die eigentlich in letzter Zeit in Perfektion fast gemacht haben, einfach Tore schießen. Und deswegen finde ich diese Leipzig-Quote durchaus attraktiv genug, um mir hier beim Asian Handicap ungefähr eine 1, nee, es gibt sogar eine 2,0er Quote. Also, bitte, du bist ja immer der seine Leipziger hier unterstützt. In dem Fall muss ich hier für die noch ein bisschen eine Wette abgeben. Die Quote ist einfach zu verlockend. Auch wenn es der letzte Spieltag ist, bei dem gerne mal einige Überraschungen passieren. Deswegen alles immer mit Bedacht. Und dann haben wir noch Chelsea gegen Lille. Von den Quoten her ein klares Ding, wahrscheinlich auch so ein klares Ding. Wir brauchen da nicht allzu viele Worte verlieren. Chelsea muss gewinnen, wenn sie weiterkommen wollen. Ich denke, die haben ganz gute Karten, wenn Ajax und Valencia sich unentschieden trennen oder wenn Ajax gewinnt und Chelsea gewinnt, dann ist Chelsea auch weiter. Also viele Optionen für Chelsea, da dürfen sie nicht gegen Lille patzen. Ja. Aber es könnte natürlich trotzdem ein ekliges Spiel werden, weil Chelsea ist ja auch noch eine junge, unerfahrene Mannschaft. Und ja, dann, also die Mannschaft an sich, der Name des Teams nicht, aber die Spieler, die in dieser Mannschaft spielen, eben sind noch relativ jung. Und daher könnte es schon sein, dass die sich da schwer tun werden. Aber das ist alles Spekulation. Dafür will ich mich auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Und lassen wir es für diesen Dienstag gut sein. Gehen wir noch einmal durch, was wir da alles gewettet haben. Für Kombispieler könnte, normalerweise sind niedrige Quoten nie gut, aber bei diesem Spieltag möchte ich einfach nur mal anmerken, dass Chelsea, Neapel, BVB gewinnen müssen. Alle drei zusammen geben auch eine gute 1,9er Quote oder so. Mhm. Wie dem auch sei, wir haben unseren ersten Tipp. Der Champions League Sieger und Premier League Erste, FC Liverpool mit einer 1,91 gewinnt er bei Red Bull Salzburg. Und Barcelona lässt sich von Inter nicht abschießen. Asian Handicap plus 1 auf Barca mit einer Quote von 2,01. Vielen Dank. Und wir sagen, Lyon gewinnt nicht gegen Leipzig. Wenn es unentschieden ausgeht, Geld zurück. Und bei dem Sieg Leipzig gibt es immer noch eine 2,07 Quote. Und auch noch erwähnenswert, weil hier wird nicht immer alles angezeigt, Valencia plus 0,5 gibt eine 2,41 Quote. Und damit sind wir auch durch mit den Tipps von diesem Dienstag und wir hoffen auf Anregungen von euch. Gerne weiter positives Feedback mit Daumen hoch und Kommentare immer wieder gewünscht. Bis morgen. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVB.